Rauchzeichen aus Sachsen, genauer gesagt von Frenzelbräu aus Bautzen. Der hat ein Rauchbier. Wie das schmeckt, das klären wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für die heutigen Rauchzeichen. Solltet ihr noch kein Abo von dem Kanal haben, dann klickt doch bitte mal ganz schnell hier unten auf das Abonnieren-Symbol. Würdet mir einen Riesengefallen da tun und den Kanal massivst unterstützen. Ich sage jetzt schon Danke und freue mich, wie gesagt, dass ihr mit dabei seid. Bei Rauchbieren ist das ja immer so eine Sache, da zieht sich der ein oder andere ganz schnell mal zurück und sagt, nee, geht überhaupt nicht. Und die anderen, ja, super. Und da gibt es auch wenig, glaube ich, zwischendrin. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir kann es fast nicht speckig genug sein. Ich mag diese Biere richtig gerne. Und das heutige kommt von Frenzelbräu aus Bautzen. Und der Axel Schneider hat das vor gar nicht allzu langer Zeit mal organisiert, dass ich da das ein oder andere Bier herbekomme. An dieser Stelle nochmal Danke an den Axel. Selektion prämiert Silber, also auch ausgezeichnetes Bier. 15 Grad Plato, 5,8 Volumenprozent Alkohol. Und auf der Homepage wird damit Werbung gemacht, dass es ohne Krebsrisiko ist. Ich hoffe, dass das keiner in den falschen Hals bekommt und jeder den Spaß versteht. So, dann machen wir mal hier oben das Käppchen ab. Das finde ich ja bei Frenzelbräu immer sehr schön, diese aufgeschrumpfte Kappe. Zumindest einen hohen Wiedererkennungswert. Und jetzt schauen wir uns mal das raus. Also, schau mal, das raucht so ein bisschen sogar raus. Gibt schon erste Rauchzeichen. Zumindest würde ich sagen, es ist das ein oder andere Grämmchen dunkleren Malz verwendet worden. Eine dunkle bis ja schon fast bräunlich eine Farbe. Ich habe so beim Einschenken das Gefühl gehabt, es war wenig Trübung drin. Ein leicht beiger Milchkaffee, brauner Schaum, der schön am Glas hängt. Und es macht auch einen sehr klaren Eindruck. Ja, wenn man so ein bisschen durchschaut, hat so leichte rötliche, dunkelbräunliche Reflexe. Würde sagen, das ist definitiv klar. Und oh, gar nicht so extrem, vor allen Dingen. Das hat so leicht nussige, getreidige Noten, aber es ist auch so eine dezente Toffee-Note drin. Und die irritiert mich gerade ein bisschen. Weil es ist schön rauchig, aber es fehlt so in der Nase. Zumindest, was es fehlt, das ist halt nicht da. Aber so das richtig speckig oder so, habe ich jetzt noch nicht. Sehr spannend. Dafür diese Toffee-Note dazu. Und es passt lustigerweise echt gut. In diesem Sinne. Cheers. Das ist für Leute, die nicht so auf die ganz harte Tour stehen, was Rauchbier angeht. Das ist viel dunkles Malz, was eine gewisse Süße mitbringt. So richtig schön karamellig, angenehm, nicht zu schwer. Wenig Rauch. Und es hat so eine leichte Zitrusfrucht wieder mit drin. Es ist relativ trocken, was den Rauch ein bisschen nach vorne schiebt. Und lustigerweise habe ich so das Gefühl, wenn man runtergeschluckt hat, dann macht sich das Rauchige noch ein bisschen den Mund breit und es nimmt auch so eine leichte Schinken-Specknote zu. Aber so im Trunk selber, wenn man noch Bier im Mund hat, ist davon relativ wenig zu spüren. Es ist auch wenig Hopfenbittere da. Es ist eigentlich ein eher easy Bier, wenn nicht dieser rauchige Charakter wäre. Jetzt habe ich es wieder. Angenehm, vollmundig, bisschen Honig sogar drin. Ohne jetzt übertrieben süß zu werden, aber so leichte Honignoten drin. Und es ist ein Bier, was wieder dazu einlädt, es entweder einfach gemütlich zu trinken, als besonderes Bier natürlich, oder sich da so richtig voll in die Details reinzustürzen und in jeder Ecke zu suchen. Das ist ein Bier, glaube ich, was richtig Spaß machen kann. Aber was eben das Bier auszeichnet ist,
dass es doch mit sehr viel dunklem Malz gemacht ist und wenig Rauch. Also es ist so ein bisschen versöhnlich für diejenigen, die sagen, nee, Rauchbier mag ich nicht, kann man so ein bisschen ranführen. Und man muss ja nicht gleich in die ganzen Extreme reinschlittern. Hat einen schönen mittleren Körper, mittlere Kohlensäure. Von der Textur her eher so ein bisschen im glatten Bereich. Und ja, ich habe schon gesagt, wenn man runtergeschluckt hat, so nachwirken lässt, dann kommt so ein bisschen so eine Schinken-Specknote, leichte Säure nochmal über die Zitrusfrucht mit rein und lässt dieses Bier dann doch sehr leicht rauchig im Mund werden, rauchig halt eben in Bezug auf diese Schinken-Specknote. Ich finde es sehr, sehr angenehmes Bier. Ich verstehe jeden, der es nicht leiden kann. Für das Frenzelbräu Rauchbier gibt es von ProbierTV 4 von 5 möglichen Punkten für Frenzels Rauchbier in der Natur trüben. Tja, jetzt werde ich mal wieder Lügen gestraft. Aber viel trüb war da echt nicht. Also gut, es ist naturtrüb. Ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass das es macht echt keinen trüben Eindruck. Auch so im Glas nicht. Egal. 4 Punkte hat es wohl verdient und an der Trübung werden wir es jetzt nicht scheitern lassen. Ich sage an euch danke fürs Zuschauen. Wenn ihr andere Rauchbiere habt, die ich unbedingt mal probieren sollte, da bin ich ja über Tipps immer sehr, sehr dankbar, weil da kann viel schief gehen, aber für die kleinen Schätzchen aus kleinen Brauereien bin ich immer sehr, sehr offen und da kommt ja immer viel von euch zurück. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Abo ist die beste Lösung dazu und dann sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.